Die Staufer Festspiele präsentieren Stadtgeschichten. Stadtgeschichten ist eine Produktion der Staufer Festspiele Göppingen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kulturschaffende aus der Region zu Wort kommen zu lassen und über ihre aktuelle Situation zu berichten. Zudem treffen wir uns mit Menschen aus Göppingen, die im sozialen Bereich tätig sind und ihre spannenden Projekte bei uns vorstellen. Stadtgeschichten. Heute mit Guten Tag, liebe Autokino-Besucher. Herzlich willkommen bei den Staufer-Festspielen. Ich begrüße heute bei unseren Stadtgeschichten per Videokonferenz Sabine Leier, die viele hier von der musikalischen Leitung der Staufer-Festspiele kennen. Hallo Sabine. Schön. Hallo Birgit. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute bei uns zu sein. Ich freue mich auch. Ja, Sabine, meine erste Frage. Seit wann bist du denn bei den Staufer-Festspielen dabei? Ja, ich habe eigentlich 2010 angefangen. Das heißt, ich hätte ja dieses Jahr dann auch ein kleines Jubiläum sogar gehabt, 10-jähriges. Das ist natürlich jetzt auch ins Wasser gefallen wie alles andere. Und zwar habe ich damals korrepetiert. Der Alex Warnbrunn hatte mich angefragt, ob ich also die Proben am Klavier begleiten könnte. Und das war die Fledermaus. Das war meine erste Produktion und das hat mich natürlich gleich total begeistert, dieses ganze Drumherum und dann auch die Aufführungen. Und 2012 bin ich dann angefragt worden, ob ich die Leitung übernehmen könnte und bin mutig da reingesprungen. Es ist ja schon ein Riesenprojekt und mein erstes war dann das Weiße Rössel. Das habe ich dann dirigiert und seither den Zigeunerbaron, den Vogelhändler, jetzt letztes oder vor 2 Jahren dann die Zauberflöte von Mozart und drumherum dann noch die Weihnachtsproduktionen mit Hänsel und Gretel und viele, viele Gala-Konzerte. Ja, das klingt ja unglaublich spannend. Erzählst du uns ein bisschen von deiner Arbeit mit dem Festspielchor? Ja, der Festspielchor ist natürlich ein Herzstück der Festspiele und es sind unglaublich viele Menschen. Über 100 haben wir im Moment aktive Mitglieder. Das sind alles Laienchorsänger, so genannt, aber die sind wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und wir hatten Anfang Januar ein ganz großes Chorcasting wieder, haben dabei auch einige neue noch gewonnen. Und wir brauchen natürlich diesen Riesenchor auch, um diese riesige Bühne in der Werfthalle zu füllen. Bei den Szenen spielt der Chor ja dann meistens das Volk. Und da kommt natürlich dann schon was zusammen, wenn die dann alle auftreten in Kostümen. Das sieht immer wunderbar aus. Wir haben auch einen Kinder- und Jugendchor dabei. Die haben im Moment ca. 30 Mitglieder und viele von denen, wenn sie dann so 16 sind, gehen auch direkt zum Erwachsenenchor über. Insofern können wir auch unseren eigenen Nachwuchs heranzüchten. Das finde ich natürlich ganz toll. Und der Chor ist einfach eine super Truppe. Ich mag sie sehr. Wir proben immer schon ab Februar, damit wir wirklich im Sommer alles auch auswendig können. Und mir ist auch ganz wichtig, dass ich diese Proben selbst mache, dass ich von Anfang an die Einstudierung wirklich mache in die Richtung, wie dann auch Alex und ich das brauchen, auch szenisch. Wir kriegen unterwegs oft auch schon ein bisschen Input von Marga Render, von der Choreografin, die dann sagt, Achtung, in der Szene müsst ihr wirklich gut atmen, weil da müsst ihr wahrscheinlich rumrennen, während ihr singt oder springen oder irgendwie kämpfen oder irgendein Tohuwabohu machen. Und dann proben wir das entsprechend. Ja, du erwähntest gerade deine Arbeit am Kinder- und Jugendchor. Ich habe auch gelesen, dass du Lehrbeauftragte bist an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Erzähl uns doch darüber ein bisschen etwas. Ja, das stimmt. Also da bin ich Solo-Repetitorin. Das heißt, ich arbeite mit den jungen Gesangsstudenten. Die haben ihren Gesangsprofessor und dann haben sie einen Korrepetitor, das bin dann ich. Und ich gehe die Stücke mit ihnen durch. Ich gebe natürlich auch stimmliche Tipps, Interpretationstipps. Und ich begleite sie am Flügel dann auch bei Auftritten in den Prüfungen oder wenn die Hochschule Konzerte macht. Das ist eine wunderbare Arbeit und natürlich lerne ich auf die Art auch den Nachwuchs kennen und habe schon einige junge Solisten auch für die Staufer Festspiele dann empfehlen können, auch für kleinere Rollen. Das ist für die natürlich super, wenn sie da reinwachsen und auch gleich durch mich und auch durch den Alex eine angenehme Atmosphäre haben. Das muss ich auch mal sagen, denn bei den Festspielen ist einfach der Geist ganz toll. Wir halten alle zusammen und es ist wirklich eine große Familie.
Das ist ja oft im professionellen Theaterbetrieb nicht mehr ganz so gegeben. Deswegen ist es für die jungen Leute ein super Start, wenn sie da bei uns singen dürfen. Du erwähntest, dass ihr schon in der Probenarbeit wart mit den Chören und auch Lustige Witwe. Es musste leider verschoben werden oder wird verschoben auf nächstes Jahr. Wie hat sich denn diese jetzige Zeit auf deine Situation ausgewirkt? Also das war schon ein Schock. Es sind wirklich alle Konzerte ausgefallen, auch natürlich von meinen anderen Chören. Das erste war die Johannespassion an Ostern. Die hatten wir schon nahezu perfekt vorbereitet. Und das war dann das erste. Und bis November ist jetzt auf jeden Fall sicher, dass nichts stattfindet an Konzerten. Und dann kam die Absage der Festspiele. Das war natürlich auch hart, aber wir haben einfach gesehen, es hat keinen Sinn. Und der Chor war schon so gut dabei, wirklich voller Ehrgeiz und schon so ein gutes Team geworden. Und natürlich hatte die Schneiderei auch bereits alle vermessen für die Kostüme. Die werden ja immer maßgefertigt. Und die haben ja auch schon im Februar angefangen. Und jetzt können wir nur hoffen, dass dann nächstes Jahr alle wieder mitmachen, wenn wir es hoffentlich machen dürfen. Und dass auch nicht irgendjemand 20 Kilo zunimmt oder ab. Sonst passt das Kostüm nicht mehr. Und der Kinderchor wird natürlich wachsen. Das ist natürlich auch klar. Da muss dann die Schneiderei und die Michaela Kirn als Chefin vorne dran, muss dann alles wieder anpassen und ändern. Also das sind diese Dinge, die kommen dann zu allem auch noch dazu. Ja, jetzt hast du uns ganz viel berichtet, was alles ausgefallen ist, unter anderem auch von deinen anderen Chören. Gibt es denn schon Pläne für die Zukunft? Also ich habe jetzt gerade für mich persönlich so einen ganz kleinen Lichtblick. Und zwar hat die Bach-Akademie mich engagiert, zusammen mit einer französischen Pianistin, die auch schon bei den Festspielen korrepetiert hat. Und wir dürfen jetzt am 27. Juni Liebesliederwalzer spielen, mit 99 Gästen im Freien. Da werden wir mal schauen, ob das stattfindet. Und dann hoffe ich halt wirklich, dass auch meine großen Ensembles bald wieder irgendeinen Weg finden, um live zu proben. Ich mache ja für die Chöre Probenvideos, aber das ist einfach kein Ersatz für die persönliche Begegnung. Und ich habe nun mal eine Vorliebe für große Gruppen, der Festspielchor mit 100 und in Esslingen auch mein philharmonischer Chor mit über 100 Mitgliedern. Und auch mein Gesangverein hat 60 Mitglieder. Das geht im Moment alles noch nicht. Und da wünsche ich mir einfach, dass es bald wieder möglich ist, weil uns fehlt die Begegnung. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ja, dann vielen Dank, liebe Sabine, für dieses Interview. Aber und, gerne. Und unseren Autokino-Besuchern wünsche ich nun viel Spaß beim folgenden Film. Das wünsche ich auch.